Die Glossybox für Februar ist da. Wenn ihr sehen wollt, was drinnen ist und gemeinsam mit mir die Box auspacken wollt, dann bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich möchte heute mit euch die Glossybox Februar 2023 auspacken. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was drinnen ist und ja, ob das vielleicht sogar zum Valentinstag passt, denn heute ist der 14. Februar bei mir. Also, schauen wir am besten hinein. Wenn wir den Deckel öffnen, sieht es einmal so aus. Hier haben wir das Kärtchen, wo dann der QR-Code für das digitale Magazin drauf ist. Hey Glossy, wie wär's mit einem Beauty-Push für die letzten müden Wintertage? Ab auf die Piste mit dir oder einfach mal öfter in die frische Luft. Cooler Nebeneffekt, Rosy Cheeks. Die passende Produktauswahl für deinen schicken After-Chic-Glow gibt es in dieser Box. Ja. Dann öffnen wir mal die Schleife und auch das Baby. Und dann ist das der erste Blick in die Box. Und da sehe ich schon von Paradox. Von Paradox habe ich gerade wieder einen Conditioner in Anwendung. Das finde ich wirklich gut. Von Paradox Detox Restorativ Hair Mask. Oh, also eine reparierende Haarmaske praktisch. Ist vegan und so weiter, also finde ich gut, finde ich schön und wie gesagt, ich mag die Sachen von Paradox und werde deshalb das auch sehr gern ausprobieren. Dann habe ich hier eine Deep Sleep Body Cocoon, a Multitasking Beauty Sleep Savior for Better Nights and Brighter Mornings. This works. Ich denke mal, das soll man am Abend, also bevor man schlafen geht, in die Hände und auf den Körper massieren und dann tief einatmen. Also das ist dann mal praktisch eine Body Lotion oder so. Ich rieche da leider nichts raus. Ja, auf jeden Fall interessant. Kann man auch ausprobieren. Als nächstes habe ich 101 Ointment Multibalm Strawberry. 100% Natur. Sieht so aus. Die Verpackung ist lieb, ne? mit den Erdbeeren da drauf. Süß. Da ist auch eine Erdbeere. Ja, also ja, ganz leicht. Ich hab's das hier. Ganz leicht riecht das. Ist sehr klebrig, aber pflegt die Lippen sicher sehr gut. Und ich liebe Erdbeeren. Ja, also finde ich nicht schlecht. Dann habe ich von Dr. Barber etwas, und zwar Hydrocellular Hyaluron Cream. 24 Stunden Feuchtigkeitsdepot-Effekt mit Hyaluronsäure und Hydrapeptiden. Sehr schön. So, dann noch eine Maske, eine reinigende Hellkreidemaske. Poren verfeinern, reduziert
den Hautfettgehalt, reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor und besänftigt. Hyperallergen und vegan. Das klingt auch gut. Finde ich schön. Das sind drei so Sachets. Also sehr schön. Und dann habe ich hier noch etwas Verpacktes. Von Sophia und Mabel Eyeshadow Palette. Okay. Eine Lidschattenpalette, cool. Ui, da dürfte aber was zerbröselt sein drinnen. Die schaut nicht gut aus. Ganz dreckig rundherum. Ja, da ist ein Lidschatten, ist da komplett zerbröselt. Schade, schade. Aber an und für sich eine sehr, ja, für den Alltag tragbare Palette. Sehr schön, ich muss mich jetzt nur abputzen, weil ich komplett dreckig bin. Überall den Lidschatten drauf habe. Ja, wie gesagt, schade, dass das zerbröselt ist, aber ich werde einfach Glossy Box schreiben. Ja, und das war's. Also das war eigentlich, ich lege das dann noch dazu, war eigentlich eine sehr schöne Box. Mir hat der Inhalt sehr gut gefallen. Was sagt ihr zu dem Inhalt? Gefällt euch auch oder gefällt euch weniger? Ja, und wenn ihr schon dabei seid und mir schreibt, worüber ich mich sehr freue, dann lasst mir doch bitte auch noch ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video. Ja, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis tschüss.